Heftig. Krass, ich bin so blind, ey. Ich sehe dich einfach überhaupt nicht. Stand ja auch im Busch. Krass. So, ich bin wieder da. Ja, Trink mal WB. eben und füll meine Flasche auf. Ja, das. Ich willst du Das Bier hier. habe ich schon gefunden, ja. Ja, klar. Willst du Water Purify-Stinger haben? Ne, wobei, scheiße. Der hat ja gleich alle reingehauen, das ist ja Kacke. Was für ein Ding? Diese Water Purification. Purification. Ach so, Oder boah, Purification. eigentlich holt man sich dann nichts, wenn man aus dem Ich Dings hab's hier trinkt hier. vorsichtshalber reingesüffelt, da. Das ist bestimmt nicht verkehrt. Ich schmeiß dir hier, wo Sollte ich man gerade sehen. stehe, mal die Waffe hin, ne? Ja, okay. Kann ich denn jetzt hier Habt ihr jetzt Waffen trinken? oder was? Soll ich meine wegschmeißen? Also Lars habe ich was organisiert, ja. Oder wir haben Lars was Ja, organisiert, wie nix auch immer. wegschmeißen. Willst du noch einzelne Kugeln haben? Für was? Für die Waffe, die ich dir hier gerade hinschmeiße? Ja, alles rein da. Wo seid ihr denn? Wir sind gerade auf dem Weg nach, was war das denn? Green Mountain. Green Mountain. Oh Gott, oh Gott, oh Wir Gott. sind natürlich jetzt schon eine ganze Ecke rumgelatscht. Wegpunkte. Eieieiei, wieso kann ich den jetzt. Oh. Mit dem Mausrad, ne? Da. Ach Ja, du ich Kacke. weiß. Das weiß ich wohl. Achso. Habe auf jeden Fall gerade eine Ohrschaft und wieder mit so einem Möbelballon-Dings gefunden. Bist du denn gerade in Starry? Ich dir noch nicht sagen. Ich bin noch nicht da. Fragt der jammert schon wieder rum, dass er Hunger hat. Ist doch geil, wie blind man während des Essens wird. Man sitzt da einfach und fräst diese Dose leer. Aus irgendeinem Grund kann ich hier nicht meine Flasche auffüllen. Geh mal in die Ego. Ja, habe ich alles schon Dann versucht. zweimal F drücken. Dann kommt das Menü zum Scrollen. Ja, das hatte ich alles schon. Ich habe hier übrigens meine Gasmaske Flasche gerade irgendwie auch mal hin, irgendwie. hingeschmissen. Also was heißt meine Gasmaske, mein Atemschutz? Mundschutz. Der geht mir irgendwie auf den Sack. Hier ist eine große Lagerhalle. Eine große rostige? Willkommen in Starry. Ja. Du bist aber nicht so fern von uns. Eigentlich nicht, ne? Sollte ich hier wahrscheinlich jetzt auch aufpassen, wo ich rumlaufe. Da in der Nähe habe ich vorhin einen umgeschossen. Genau, Flo, hast gar nicht mitbekommen, ich habe meinen ersten Kill. Stimmt. Freue ich mich sehr drüber. Klingt so makaber, aber ich freue mich da sehr drüber. Heißt für mich jetzt aber, dass ich vorsichtig sein muss. Ja, vielleicht habe ich ihn ein bisschen aggressiv gemacht, das könnte durchaus sein. So, Starry, ja. Ganz zufällig vor mich da abzuholen, ne? Kommen wir gerade her? Irgendwie nicht so cool. Siehst du auf der Karte Green Mountain? So links unten. Mal wissen, in welche Richtung ich von dieser rostigen Lagerhalle aus rennen muss. Guck in die Sonne und lauf. Wie groß ist dein Monitor? Wie groß ist dein Monitor? Flo. Ich hab grad gesagt. Nee. Hab ich nicht gehört. Sind 22er Widescreen sein. Okay. Dann nimmst du die Sonne und Gott. drehst dich 10 cm nach rechts. Und läufst stur drauf zu. Die Sonne, muss ich die Sonne jetzt wirklich mitnehmen? Hä? Einpacken bitte. Ja, mitnehmen. To go. To go. Weil Sun to go. Geil, Bänke. Wollen wir es uns gemütlich machen und ein bisschen kuscheln? Och, nö. Am So See. in der Also, Sonne. Zombie-Apokalypse. Erstmal 10 cm kuscheln. nach links. Nach rechts. Nein, nach rechts. Du dich drehen. Ich nehme jetzt einfach den Baum als grobe Richtungsvorgabe. Irgendwann mal sollte auf einem leichten Hügel ein großer Mast auftauchen. Ein rot-weiß geringelter Mast. Da sind wir Kommt hier gerade. gerade ein Graben. Na gut, das mag ja sein. Grabenstraße für offenes. Kann es sein, dass deine Voice Activation irgendwie höher gerutscht ist? Meine? Ja? Die war vorhin schon scheiße. Muss Vielleicht mal mal die ein bisschen runterregeln. Stabilität. Ja. Warum? Dann versteht man dich früher. Jetzt setzt das manchmal erst ein, wenn du laut sprichst. Also dementsprechend ein bisschen später. Inkt.
Warum? What the fuck, der Zombie hat uns nicht ernsthaft geaddet da hinten, oder? Oh. Doch. Das gibt's ja nicht. Den kannst du wegsnipern. Oder ich... Wo ist er denn? Wo ist er denn? Wo ist er? Da hinten. Geil. Und? Nee. Runter konnte ich das denn jetzt schon wieder? Verdammt. Aber wie der uns da geaddet hat, das verstehe ich nicht. Ich sehe den leider nicht mehr. Vielleicht hat er uns gar nicht geaddet. Vielleicht hat er wen anders geaddet. Nein, nein, der hat uns direkt angeguckt und ist zu uns gelaufen. Okay. So, jetzt sehe ich ihn nicht mehr, weil der Hügel davor ist. Ja. Blablabla. Kann ich denn jetzt... Hallo, Zombie. Die Aggro jetzt verloren, oder was? Puh, mir egal. Wo zur Hölle kann ich denn jetzt meine Voice Activation einstellen? Einstellung oder so ähnlich. Warte mal kurz. Der Doktor kommt. Ja, Optionen haben wir doch. Einstellung, Optionen, genau. Dann Sprachaktivierung, zack. Bisschen runtersetzen. Oh, Zombie. Sei nicht langweilig. Test 1227. Oh, ja, geht's ja, besser. Ja. Ja, durchaus. Bin schon mal eben über den Weg rüber. Okay. Da ist er. Das ist auf jeden Fall ein großer Hügel, wo ich jetzt gerade drauf zulaufe. Wo rennt der denn hin? Ja, ein großer Hügel mit einem Felsen drauf. Weiß ich nicht, großer Hügel mit einem Wald drauf. Ja, und dann müsste, wenn da Felsen auftauchen, dann musst du... Oh, what the fuck, ein Spieler! Oh. Runter. Scheiße, ich schieß auf mich. Nee, ich hab getroffen. Das war ich, Mann! Was? Du bist schon so weit vorne? Du hast mich erschossen. What the fuck, warum bist du so weit vorne? Nein! Du hast mich erschossen. Dann lief der Zombie doch hinter dir her. Wie bist du so weit vorgekommen, wenn du Flo noch hilfst? Keine Ahnung. Auf jeden Fall hast du mich erschossen. Oh nein! Nein, warte mal. Ich bin noch nicht tot. Ich bin noch nicht tot. Du bist bewusstlos. Ja, aber ich bin wieder aufgewacht. Ach, das erste Mal, dass mir sowas passiert ist. Wacht man jetzt wieder auf, oder was? Anscheinend. Aber okay, geil, dass ich dich aus so einer Entfernung getroffen habe, da muss ich ja mal sagen. Jetzt ist aber Notfall, jetzt ist hier aber Eisenbahn, du. Meine Güte. Ich hab, ja gut, falls ich noch rechtzeitig komme. Ich hab noch Kochsalzlösung dabei. Sehr gut, brauche ich. Dann lass uns hier warten. Ey, guck mal, wo ich bin. Also, ich war noch sehr viel weiter hinten und hab dich von da aus getroffen. Ja, weil du gerade sagtest, ich bin schon mal über den Weg rübergelaufen. Dann dachte ich, du wärst da irgendwie... Ich dachte, du liegst da noch irgendwo. Sieht so ein Kerl mit taktischer Weste, blauer Rucksack, Feuerwehraxt, Musi, so ein Mundschutz... Okay. Okay. Sonnenbrille und Armee-Cappy, das bin ich. Okay. Meistens. Weil wir müssen mal eben, bevor ihr drauf schießt, irgendwie was sagen. Wir können ja mal eben hier liegen bleiben und warten, bis Flo da ist. Hast du ein Schwein, ey. Ja, Glück gehabt. Ich dachte echt 100 Pro, ich bin tot. Und ich denk noch so, wo ist der Spieler? Ich leg mich hin. Bam! Aber gut getroffen, Respekt. Ja, das war echt eine riesen Entfernung. Also danke, aber trotzdem tut's mir natürlich sehr, sehr leid, also... So, muss ich über den Hügel jetzt rüber? Eher so ein bisschen rechts dran vorbei, glaube ich. Rechts, nicht links? Du musst immer, die Sonne muss immer leicht links von dir sein. Ja, das ist ja auch noch, wenn ich links an dem Hügel vorbeilaufe. Dann mach das mal. Ja, das ist ja egal. Wir warten hier und ich mache hier so lange mal einen Cut. Nach dem Schock muss ich jetzt erstmal kurz irgendwas anderes machen. Bis gleich. So, endlich fertig telefoniert. Das Gras hat sich um mich herum vorhin schon wieder aufgestellt. Und kleine Planänderung, weil ich unseren Lars ja gerade so geil angeschossen habe. Gehen wir jetzt mal nach Pogorevka. Danke nochmal dafür. Ja, kein Problem. Und gucken mal da nach irgendwie Medikit, wo ein bisschen was Salzsäuremäßiges, hätte ich fast gesagt, ist. Ja, Kochsalzlösung. Okay. Kochsalzlösung, genau. Irgendwas mit Salz hatte ich noch im Sinn. Ich brauche eine Autolaufentaste, ey. Floßreise durch die Welt geht weiter. Ich klemme mir mal so eine 5-Centers-Mütze dazwischen. Auch schön. Ist eigentlich ganz praktisch. Theoretisch könnte ich dir... Wenn man Aufsätze auf Waffen gebastelt hat, bleiben die dann da drauf oder kann man die wieder runternehmen? Kannst du wieder runternehmen. Kann man runternehmen. Kriegen die Schaden? Wobei? Weiß ich doch nicht. Wenn du ganz unvorsichtig bist, ja. Allgemein kriegen die Schaden, ja. Durch Benutzen halt. Das weiß ich nicht, aber auf jeden Fall durch Schaden. Also durch Anschießen oder so. Ich habe zum Beispiel den Typen, den ich vorhin umgelegt habe, vermutlich genau in den Rucksack geschossen.
und hab damit seine Sachen auch größtenteils zerstört. Ja. Echt? Waren da kaputte Sachen drin? Ja, fast alles war kaputt. Ja, denn das Scope, was ich hab, für dich habe, das ist jetzt auch nicht im besten Zustand. Oh, in welchem denn? Sehen. Warte. Wenn es badly damaged ist, kannst du es gleich wegschmeißen. Ja, es ist badly damaged. Ja, okay. Dann schmeiß es weg. Du kannst es auch wegschmeißen, wenn es damaged ist. Es darf nur pristine oder worn sein. Weil sonst kannst du nicht mehr durchgucken, dann ist das Glas kaputt. Oder so stark zerkratzt, dass du nichts siehst. Haben die schon ganz schön clever gemacht. Finde ich aber ganz cool, ehrlich gesagt. Da steht ein Zombie. Das ist mega gut. Weil dann musst du halt echt strategisch überlegen, wen du wie triffst und ja. Nimmt so ein bisschen auch die. Ob das das Medical Center ist? Ne, die haben kein Medical Center, aber die haben Medical Loot, stand da zumindest. Hier kann ich gar nicht rein. Nee, tatsächlich auch nicht. Wie zur Hölle kann ich denn. Yeah. Guckt der Kerl denn durch die Scope durch? Rechte Maustaste einmal kurz drücken. Ich hab's drauf, aber er guckt da nicht durch. Einmal kurz, also du musst die Waffe richtig anlegen, Leertaste drücken. Und dann kannst du. Dann guckt er immer noch da dran vorbei. Hä? Hä? Hast du es denn richtig drauf gebaut und so? Ja, es wird mir auch angezeigt. Vielleicht ist es so kaputt, dass es quasi nicht mehr da ist. Kann sein. Lass ich es jetzt erstmal nur als optische Aufwertung drauf. Okay. Hier ist nichts, ne? Nee. Schade. Ey, wie gut denn? Tut mir das leid. Ja, schade, ist eben so. Kannst du auch nichts für. Finden wir noch mal ein anderes. Ja. Finden wir noch eins, ne? Ich habe vorhin leider auch nur eins gefunden, was durchgehen sollen. Was badly ist. Scheiße. Bist du irgendwie so ein Parkhaus-Rohbau gefunden? Wo bist du? Ja, am Arsch der Welt. Gleich links. Noch eine Baustelle. Ja, ich wollte ja nur die Stadt wissen. Ich habe mich gerade schon wieder vor dir erschrocken. Keiner Stadt. Auf dem Weg nach wie heißt denn? Vibor. Ah. Hallo? Ja. Dann bist du ja. Wie denn dann? Vibor, das ist unter Militärfeld. Ja. Okay. Ja, dann musst du der Straße nach einigermaßen Süden folgen, kommst du durch Pustoschka und dann irgendwie noch weiter südöstlich nach Green Mountain. Mal gucken, ob ich da noch ankomme. Wetten abschließen. Demnächst, hey, guck mal, ich bin ein Baloter. Fuck, scheiße. Doof. Mein Charakter hat das Teleportieren gelernt. Sag, hey, ich hab eine Orientierung wie ein totes Frettchen. Ja, aber das mit der Sonne ist halt auch ein bisschen seltsam. Jetzt habe ich beispielsweise die Sonne auf der rechten Seite. Ich meine, eigentlich, wenn die Sonne gleich wäre, dann hättest du ja genau auf uns zulaufen müssen. Ja, wie gesagt, es weiß ja keiner, dass ich in Starisova war. Gut, die Sonne wandert ja auch ein bisschen, ne? Ja, aber nicht von links nach rechts. Die hüpft ja nicht. Kann's eher haben, dass ich oben irgendwie in Petrovka war. Oh. Ja, ich weiß irgendwie gerade nicht, wo wir hier noch hin sollen. Warst du schon im roten Backsteinhaus hier? Ja, wollen wir mal in die Kirchen gucken? Ja, wenn die offen ist. Manche kann also man ich guck hier in das grüne Haus gerade nochmal. Maske, was zu phrasen. Ach ne, ich brauch echt. Ja, vorher können wir dann eigentlich nicht hingehen, weil du bist ja mit einem Schuss hin. Ja, das ist man ja meist eh. Also. Aber gut, das stimmt natürlich. Sollte man nicht eingehen, das Risiko. Bin gerade noch in dem grünen Haus. Ne, also. Die Kirche ist offen, aber in der Kirche ist meistens auch nichts mehr. Früher war das anders. Früher war das alles anders. Früher war alles besser. In dem roten Backsteinhaus drin war ich noch nicht. Achso. Ja, dann geh ich da mal rein, wa? So, auf jeden Fall.
Auch ein Brunnen. Sehe ich schon wieder ein Dorf. 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 Doof. Bitte. Mütze. Was noch? Meine ist ruiniert, da brauche ich immer wieder eine neue. Cornflakes. Hey, Cornflakes sind cool. Aber jetzt gerade sinnlos, wir brauchen gerade was anderes. Ja, ich nehme die trotzdem mal eben. Ah, die sind so riesig, mein Gott, sind die riesig.